Schau mal. Ach, guck mal, was hast du denn da für ein süßes Sabberlätzchen? Ja, ist mir umgelegt worden. Von wem denn? Von Herrn Rapp selber ist mir das umgelegt worden. Kenne ich nicht. Aber gut. Ja, ist ja egal. Man muss ja auch nicht alle kennen. Wir haben endlich unsere Currywurst. Wir haben ja uns wirklich erfolgreich vorgedrängelt. Und dann kam auf einmal Kai Wegner. Ja, und er wollte unbedingt mit uns beiden ein Foto haben. Weil nämlich, er wollte ein bisschen Glamour hier auf dem Fest generieren. Ja, und deshalb hat er mich eingeladen. Verstehe ich. Das verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, der muss halt auch wirklich mal seine Psychopharmaka wieder nehmen. Jedenfalls wollte ich mal, dann kamen halt gleich ganz viele Fotografinnen und Fotografen. Ja. Ein Blitzlichtgewitter, weil der Regierende Bürgermeister mit zwei Transvestiten da gerade steht und Currywurst. Ich wollte eigentlich gar nicht fotografiert werden mit dem Kai Wegen. Jetzt stell dir mal vor, das landet irgendwo in irgendwelchen Bilddaten. Dein Image ist jetzt hinüber. Das war's. Ja. Also von daher, da war ich gar nicht so zufrieden, ehrlich gesagt. Aber ich meine, Blitzlichtgewitter macht ja auch schön und berühmt. Und da konnte ich gar nicht Nein sagen. Aber gut. Ist mal deine Currywurst, die wird nämlich sonst kalt. Wie ist deine Currywurst? Ganz lecker eigentlich. Und deine? Ja, sehr lecker. Und ich habe sie auch scharf bestellt. Sie ist sehr scharf. Ich liebe es. Also das heißt, es brennt? Ja, es brennt mindestens zweimal. Oh. Mit etwas Glück vorne und hinten. Also dreimal. Wieso denn vorne? Kommt die bei dir vorne auch raus aus deinem Krebs? Ja, manchmal kommen ja Flüssigkeiten. Das kann ja auch brennen. Nicht nur beim Tripper. Manchmal kommen auch Flüssigkeiten. Das steht bei Margot Schlönskes Bauchbinde, wenn sie wieder mal im RBB auftritt. Auf da vorne auf der Bühne redet jetzt gerade der Kai Wegner. Das ist der regierende Bürgermeister von Berlin. Dieser kleine Kahlköpfige ist das, ne? Ja. Genau. Und ich habe jetzt vor, ich gehe jetzt einfach mal vor die Bühne und sag mal Hallo. Also, ach, naja, da komme ich vorbei. Immer einen besonderen Applaus für Ihre tolle Arbeit. Guck mal, nee, da kann man hingehen. Da kann man bedanken hingehen. Möchte ich mich bei den Kooperationspartnern, das habe ich schon gesagt. Ich möchte mich aber auch, und bitte genießen Sie es nachher. Wo ist der denn? Wir haben ein tolles Kulturprogramm hier auf die Bühne gebracht. Genießen Margot, Sie das Kulturprogramm auf der Bühne, aber genießen Sie auch das kulinarische Angebot. Und mein Dank gilt natürlich auch den Berliner Meisterköchen, meine Damen und Herren. Nicht nur, dass Sie uns hervorragend vertreten, sondern dass Sie hier uns auch bestens verköstigen. Dass Berlin nicht nur die Stadt der Freiheit, nicht nur die Stadt der Kultur, des Sports, der Wissenschaft ist, sondern auch der kulinarischen Genüsse. Dafür haben die Berliner Meisterköche gesorgt. Herzlichen Dank an die Berliner Meisterköche. Auch die verdienen, finde ich, einen großen Applaus. Wie können wir Berlin noch besser platzieren? Im Wettbewerb auch mit anderen Städten. Liebes Team von Berlin-Partner, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr das immer so toll organisiert. Immer. Das Wetter stimmt mittlerweile. Also jetzt kann gar nichts mehr schiefgehen. Also jetzt kann gar nichts mehr schiefgehen, außer die Politik. Aber da reden wir nochmal drüber. So, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich habe alles untergebracht. Danke an die, die dieses Fest unterstützen. Margot, danke so viel an die, danke. Die jeden Tag dafür sorgen, dass Berlin uns hat der vergessen? Was ist denn da los? So, Margot, jetzt gehen wir mal zum BVG-Stand. Guten Tag. Ich würde gerne mal Bus fahren bei euch. Ja, gehen wir mal rein. Schau mal. Oh. Hi. Unser Muster der Vielfalt ist Nigel Nagelneu. Das darf man noch. Schau doch mal. Warte mal, wer hat das entworfen, das Muster der Vielfalt? Und da kommt ein Besuch. Oh. Der einzige Bus, in dem man suchen mal kommt. Oh. Dankeschön, das aber, da freuen wir uns wirklich sehr. Hallo. Oh Gott, einen Dummhut gibt es auch noch, toll. Ja, jetzt im Sommer, ich weiß nicht, ob der auf deine Haare passt. Auf gar keinen Fall kommt der auf meine Haare jetzt. Nein. Aber nimm gerne mit. Die will ich ja manchmal ab. Ja, Margot, du steckst deinen Dummhut auch noch mit ein. Ja, mach ich doch. Ja. So, jetzt gehen wir aber weiter. Und da ist nämlich dieser lustige Mann und der hat nämlich so ein Schild. Ach, guck mal. Guck mal da. Was machst du nur mit dem Schild? Ich werfe das in die Luft. Ach so, guck mal, ist das süß gestaltet. Kannst du das auch mit mir machen? Oh.
Ja, nee, dann bekommt der arme Mann einen Leistenbruch. Das geht ja auch nicht. Margot, also man kommt hier ja gar nicht voran. Nein. Weil die Menschen alle so begeistert von uns sind. Und wir kriegen überall was zu trinken angeboten. Und ja. Was kriegen wir angeboten? Alkohol. Jede Menge Alkohol. Also man jede könnte sich ja wirklich besinnungslos saufen auf diesem Fest. Kein Mensch kommt auf uns zu und sagt, hey, ihr zwei Trockenpflaumen. Eine Wasserschorle. Wasser. Ja. Eine Wasserschorle. Eine Wasserschorle. Ich meine, das sind doch alles Säuferinnen und Säufer. Natürlich. Ich meine, das kann man das Fest doch gar nicht erzählen. Wahrscheinlich nicht. Und die reden. Das Kulturprogramm auf uns. Mit uns. Mit den Ton. Und Kinder noch dazu. So, wir gehen jetzt hier in den Innenhof. Margot sagt da einmal, so. Ich liebe das, wenn Margot das sagt. Guck mal hier, ach, oh, guck mal. Da ist aber auch sehr voll. Was ist denn da los? Sehr hallig, ja. Toll. Also toll, Margot. Wirklich. Wow. Also ich sehe gerade Kylie Minogue zu ihren besten Zeiten. Achso, das ist die Biermarke, wo man den Namen nicht aussprechen kann. Brillo. Brillo. Ich frage jetzt mal, wie man das ausspricht. Hi, du hast tolle Haare. Pass mal auf. Wie spricht man euer Bier eigentlich aus? I don't speak any German. Oh. I'm sorry. Can you tell me please, how is your brand's name pronounced? It's Brillo. Brillo. Yeah. Bye. Berlo. 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 Oh, da ist eine Installation. Da ist eine Installation. Guck mal, hier ist aber auch Sommer angesagt. Meine Güte. Guck mal hier, Margot. Da musst du mal rein. Da musst du mal rein. Guck mal, da musst du mal. Da musst du. So. 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 Was ist denn da? Ach so, da ist euer Servicebereich, verstehe. Das ist natürlich langweilig, ja. Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Oh nee, mit dem süßen Matrosen? Bist du wirklich bei der Marine? Ja. Oh. Wir sind wirklich bei der Travestie. Ist doch super. Ist sie wunderschön. Du auch. Tschüss. Ich finde diese Matrosenuniform wahnsinnig sexy. Ja, aber wirklich. Der war aber auch süß. Hör auf, so wie wir hingucken. Ja. Nein, da ist die Stöckel. Da ist die Stöckel. Mensch, wer hat euch denn eingeladen? Ihr habt euch doch reingeschmuggelt. Ihr seid da plus 50 es von nicht irgendwie. Dem Transvestiten an die kann Brüste fassen. Margot, ganz wichtig, Margot. Ja. Wenn du mich suchst, verwechsel mich nicht mit dem da. Nein. Jessica, kommst du mit zu mir? Ja, ich möchte hier sofort raus. Das ist so ein bisschen so. Ich möchte sofort raus hier. Wie der erste Darkroom nach der Pandemie. Sehr eng. Das ist eigentlich so ganz normal, wie die Leute für meine Show im BKA-Theater anstehen. Das ist so die gleiche Fülle. Und mir denkt, Margot, ich weiß, das kennst du nicht. Ja, dir auch. Wer war das? Okay, verstehe. Alles klar. Meine Güte. Aber das Tolle ist ja, dass ich bin ja so groß, ich atme ja über alle drüber hinweg, Margot. Ja, du bist sehr groß, du atmest über alle drüber hinweg. Ja, ja, sogar über dich und deine wahnsinnige Schönheit. Komm, wir gehen jetzt einfach mal wirklich geradeaus. Geradeaus weiter, einfach mal ganz kurz von den Leuten hier weg. Ich bin jetzt groß, das ist ein großes Auto. Ach so. Guck mal, da sind noch mehr Matrosen. Guck mal, hallo, nicht erschrecken. Margot, fass die wilden Tiere nicht an, der könnte beißen. Meine Güte. Hab ich euch erwischt jetzt, ja? Hab du bist eine Nachricht erschrecken. Ich hab deine Nachricht nicht immer im so Bild, dass du da nicht im Bild rumhampeln sollst. Hallo, wer bist du denn? Christoph. Hallo. Hab dich schon mal gesehen. Hast du mich schon mal gesehen? Ja. Ja. Frank,
Ich wollte dich schon immer mal kennenlernen. Jetzt habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt. Ja. Du bist viel kleiner, als ich gedacht habe. Mensch, weil du so ein großes Tier bist. Ach so. Guten Tag. Na gut, tschüss. Der arme Mensch, der muss da den ganzen Tag in diesem scheiß Kostüm rumlaufen. So, ich habe jetzt hier noch so ein bisschen so Schokokugeln. Die Sonne blendet leicht stark und es ist jetzt 10 vor 8 und wir gehen jetzt nämlich nach Hause. Also ich gehe nach Hause und wo Margot hingeht, erzählt sie gleich noch. Dann gehen wir jetzt hier raus, ja Margot? Okay, Gott sei Dank. Hallo. Guten Tag. Oui, hier wirkt im Netzwerk, meine Lieben. Ja, du bist da. Im Rahmen der Möglichkeiten. Die kleine Dicke folgt mir. Ja, ja. Ja, ich habe gerade Fluchtinstinkt. Du hast die Jogging-Stöcke. Ja. Wie kennst du das nicht bei so Veranstaltungen? Irgendwann willst du dann einfach auch gehen. Ja. Es reicht dann. Wir sind alle Worte aufgebraucht. Aber das Arndt Breitfeld, aber das Arndt Breitfeld, da ist doch Arndt Breitfeld, da ist doch Arndt Breitfeld. Hast du gerade Zeit, Arndt Breitfeld? Ich habe geahnt, dass du hier bist, deshalb habe ich dir nachgeschrieben. Was hast du gemacht? Ich habe dir eine WhatsApp geschrieben. Ich habe die noch nicht gesehen, tatsächlich. Naja. Was hast du mir denn geschrieben? Margot, das war wirklich ein halbwegs okayer Tag mit dir heute. Ja, das war sehr schön. Ja, ja, bei, wo waren wir nochmal? Erzähl nochmal. Wir waren heute auf dem Hoffest des regierenden Bürgermeisters von Berlin im Roten Rathaus. Da sieht man es auch nochmal vielleicht. Und Margot, wo gehst du jetzt hin? Das habe ich nämlich meinen Zuschauerinnen noch versprochen, dass du erzählst, wo du jetzt hingehst. Ich gehe jetzt, weil ich bin ja auch noch gebucht heute. Ja. Ich gehe jetzt zur SPD-Bundestagsfraktion ich gehe jetzt zum Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion und spiele dort Bingo mit Olaf Scholz. Das ist kein Scherz. Sie spielt Bingo mit der Kanzlerin und das finde ich großartig. Margot, du musst mir morgen alles erzählen. Ja. Und da stehen unsere Fans jetzt. Ach, da stehen unsere Fans. Ja. Warte mal, guck mal hier. Alles Fans. Jubel, alles Fans. Hey! Ja, gut. Dann folgt mir auf TikTok und auf Instagram und natürlich seid ihr hier gerade auf YouTube. Ja, und mir auch. Und Margot vielleicht auch, die hat Faxabruf und Teletext. Und Brieftauben. Brieftauben hast du auch. Bis dann, ihr süßen Mäuse. Bye. Tschüss.